Grüßen hier im Saal und auch an den Bildschirmen da draußen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Julia Post, ich bin Stadträtin hier in München und darf heute durch den Abend führen. Und zwar haben wir ein ganz spannendes Thema mit spannenden Speakerinnen und zwar zum Thema guter Job und das auch noch vereinbar mit der Familie. Wie kann beides gelingen? Und zwar sprechen wir dazu heute mit Jamila Schäfer. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen und Direktkandidatin hier im Münchner Süden und hat auch in Verantwortung mit das Wahlprogramm für die Grünen mitgearbeitet. Herzlich willkommen. Dann haben wir einen Platz weiter, Julia Schwarz. Sie ist Betriebsrätin der Siemens AG hier in München, dann betriebliche Vertrauensfrau der IG Metall Siemens und Mitarbeiterin mit dem Schwerpunkt Kompetenzmanagement und außerdem Mutter einer zweijährigen Tochter. Herzlich willkommen. Und einen Platz weiter darf ich begrüßen Dr. Katharina Hertkon. Sie ist Teamlead für die Mobile Autonomy bei der Robotize AG und auch Mutter von zwei Töchtern, der unter anderem in Hotels Getränke oder Snacks aufs Zimmer liefert und die Mitarbeitenden beim Zimmerservice unterstützt. Herzlich willkommen. Genau, kurz zum Ablauf. Wir werden hier auf dem Panel ein bisschen diskutieren und Fragen erörtern. Und wenn wir da schon einige Fragen geklärt haben, dann freuen wir uns aber vor allem auch über Fragen aus dem Publikum und auch aus dem Livestream, die gestellt werden können und hoffen dann, eine angeregte Diskussion hier weiter fortsetzen zu können. Genau, wir wollen gerne starten mit dem Thema Verteilung von Care-Arbeit und Lohnarbeit und es ist immer noch so, dass Frauen knapp 90 Minuten mehr Care-Arbeit, unbezahlte Care-Arbeit, Sorgearbeit leisten als Männer und das führt, wie Sie vielleicht wissen, nicht nur zu einer Lücke in der Erwerbsbiografie von Frauen, sondern natürlich auch zu einem großen Lohngefälle. Und später macht sich das auch in der Rente und im Alter bemerkbar. Auch Altersarmut ist immer noch ein weibliches Phänomen. Erste Frage an dich, Jamila. Was kann man denn politisch tun, damit Care-Arbeit eben auch in Zukunft endlich gerechter zwischen den Geschlechtern aufgeteilt wird? Ja, erstmal vielen Dank, dass du uns heute hier durch den Abend führst und auch von mir nochmal einen schönen guten Abend an alle. Genau, also eigentlich hast du sozusagen das Geschlechtergerechtigkeitsproblem schon angesprochen, was uns auch heute immer noch begleitet, dass wir vor allem das Phänomen haben, dass Fürsorgearbeit immer noch vor allem von Frauen übernommen wird. Das ändert sich auch ein bisschen, aber es ist tatsächlich einfach immer noch so, du hast ja gesagt, 90 Minuten pro Tag durchschnittlich übernehmen Frauen mehr unbezahlte Sorgearbeit. Und die Frage ist halt, woher kommt es eigentlich, damit man eben auch gucken kann, was kann man daran ändern? Und ich glaube, es liegt zum einen natürlich an sehr festgefahrenen Rollenmustern, die natürlich auch ganz oft Weiblichkeit mit sozusagen Sorgearbeit und Fürsorgearbeit verbinden. Es hat auch viel damit zu tun, welche Rollenerwartungen an Menschen herangetragen sind und wie geschlechtsspezifisch die aufgeladen sind. Und ich glaube, da kann man natürlich schon mal an der Frage Vorbilder, Bildungssystem, vieles tun, um das auch zu durchbrechen und irgendwie ein diverseres Bild abzuzeichnen. Ich glaube auch, dass es total wichtig ist, zum Beispiel in den Erziehungsberufen auch zu gucken, dass wir da mehr Männer reinbekommen, damit sozusagen auch gerade Berufe, die mit Fürsorgearbeit assoziiert sind, eben sozusagen auch ein diverseres Bild abgeben, um diese diversen Vorbilder zu schaffen. Und ich glaube, was dann aber dazu kommt, ist natürlich so eine materielle Ebene, weil du ja auch schon angesprochen hast, das führt halt dazu, dass auch sozusagen die Lohnunterschiede und eben auch das Armutsrisiko unter den Geschlechtern nicht gleich verteilt ist. Und da kann man natürlich auch viel gesetzgeberisch machen, indem man zum Beispiel dafür sorgt, durch Kinderbetreuung, dass auch Fürsorgearbeit noch unterstützt werden kann und eben nicht nur sozusagen an den Eltern hängen bleibt, was dann halt ganz oft dazu führt, dass die Frau das übernimmt und eben auch dazu beitragen, dass zum Beispiel mit
Kinderzeit plus oder so, beide Eltern gleichberechtigt sich eben auch Elternzeit teilen können und übernehmen. Das haben wir ja auch in unserem Wahlprogramm vorgeschlagen, um auch Väter zum Beispiel zu ermutigen, das noch mehr in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, es gibt auch bei der Frage Ehegattensplitting noch viel zu tun beispielsweise, weil das ja auch dazu führt, dass es einfach steuerliche Anreize gibt für viele Frauen, die sozusagen sowieso schon durchschnittlich finanziellen Anreize gibt. Aber keine Angst, wir fordern das eben vor allem für die neuen Ehen, damit eben die Ehen, die sich schon darauf eingestellt haben, das so zu machen, eben keinen Gehaltsunterschied auf einmal haben, sondern wir wollen das sozusagen eben so Möglichkeiten, über die wir sicherlich auch gleich noch ein bisschen weiter diskutieren, was man da tun kann, um eben das gerechter zu verteilen. Und ich glaube, ganz wichtig ist eben auch, Care-Arbeit, Fürsorgearbeit besser wertzuschätzen, auch gerade in den Berufen, wo das gemacht wird, durch eine bessere Bezahlung. Vielleicht erstmal so als Einstieg dazu. Dankeschön. Was ist aus deiner Sicht, Julia, welche Maßnahmen würdest du sagen, braucht es, damit man eben Care-Arbeit, Sorgearbeit in den Hut bekommt? Wie können wir auch ja noch mehr Erwerbstätigkeit von Frauen fördern? Also ich finde, ein Teil ist auch zum Thema Arbeitszeit, also Regularien. Gesetzlich ist ja bis zu 48 Stunden in der Woche erlaubt. Wer jetzt tarifgebunden arbeitet, hat jetzt schon zum Beispiel eine Wochenarbeitszeit von nur 35 Stunden in einem zum Beispiel IG Metall Tarifvertrag. Und also aus meiner privaten Umfeld ist es so, wir beide sind in einem tarifgebundenen Unternehmen, wir beide haben also mein Mann 35 Stunden, ich bin gerade Teilzeit in Elternzeit, wo wir uns das halt einfach viel besser aufteilen können, weil wir halt einfach nicht so viele Wochenarbeitsstunden allein schon als Basis haben. Dann auch das Thema Teilzeit, sei es seit 2019 geschaffene Brückenteilzeit, die ja möglich ist, aber ich glaube auch noch nicht so publik gemacht ist, dass es ja möglich ist, von 1 bis 5 Jahren das, die Brückenteilzeit in Anspruch zu nehmen. Oder auch Teilzeit in Elternzeit, einfach nach Rückkehr. Oder auch, auch nochmal das Thema verkürzte Vollzeit, auch in tarifgebundenen Unternehmen gibt es ja auch die Möglichkeit. Einfach, dass die Frau eben nicht, ich sag mal, ewig nach der Elternzeit zu Hause bleibt oder die 3 Jahre ausschöpft, sondern auch vielleicht schon früher zurück in den Beruf kehrt und sei es halt in Teilzeit. Und dann eben auch anpassen kann, je nachdem nach der Lebenssituation. Unter anderem aber Rückkehr in den Beruf geht nur mit Kinderbetreuung, also auch das habe ich persönlich erleben müssen. Ich habe meinen Start später verschoben, weil ich keinen Kita-Platz bekommen habe. Ich habe halt 4 Monate später gestartet, weil ich dann auf einer Warteliste war und dann aber die Zusage hatte. Deswegen, also ohne Kinderbetreuung wäre ich auch nicht früher in den Beruf nach 2 Jahren wieder gegangen. Also auch Kinderbetreuung ist ein wichtiges Thema, was einfach verbessert werden muss. Auch das Thema, was du angesprochen hast, ja, dass Erzieherinnen oder Erzieher das Image auch besser Image verbessert wird und auch die, das Personal zu bekommen ist. Also wir waren auch in taktoffenen Türen tatsächlich noch vor Corona. Macht man ja teilweise schon sehr früh nach der Geburt das Thema Kinderbetreuung. Und da waren Gruppen leer gestanden, weil sie nicht genügend Personal bekommen haben. Also die haben die Räumlichkeiten schon größer geplant, aber eine Gruppe konnten sie einfach nicht eröffnen, weil es Personal gefehlt hat. Und daran hat es dann auch gescheitert, dass wir in der Kita keinen Platz bekommen haben. Also Kinderbetreuung ist auf jeden Fall ein Thema zum Thema Verteilung, Care und Lohnarbeit. Genau, das waren jetzt mal meine wesentlichen Punkte. Dankeschön. Wir hatten Katharina ja auch schon das Thema angesprochen. Altersarmut ist immer noch vor allem weibliches Phänomen. Was denkst du, kann man dagegen tun, um dem vorzubeugen? Was muss da passieren? Ich denke, da muss man sich auch erstmal fragen, wo kommt es her? Ja? Und ich glaube, auch da ist eine deutliche Lücke eben, dass die Leute, die in die Pflegearbeit oder in die Kinderbetreuung gehen, aus der Teilzeit nur schwer wieder rauskommen. Ja, das heißt, einmal drin, bleiben sie oft dort oder eben im Minijob. Das
führt automatisch dazu, dass dann die Rentenbezüge sehr klein werden. Das heißt, für mich wäre wichtig, dass man ein Recht darauf hat, nach der Teilzeit wieder auf Vollzeit aufzustocken, um dem entgegenwirken zu können. Und tatsächlich auch sind für mich Instrumente wie Minijobs fragwürdig, einfach weil es diese Falle zementiert. Die Jamila, du hast gerade schon gesagt, Ehegattensplitting, das ist der große Klassiker. Ja. Zwei Leute, in meinem Umfeld gibt es viele Leute, die gleich verdient haben vor den Kindern. Und dann, sobald die Frage aufkommt, ja okay, wer geht jetzt betreuen, fängt natürlich die Rechnung mit der Steuer an. Ja. Und das heißt, dann lohnt sich tatsächlich, dass einer sagt, okay, ich stecke jetzt zurück und kommt danach sehr schwer wieder rein in den Beruf. Das heißt, Ehegattensplitting ist für mich ein wirklich schwieriges Instrument, rechtfertigen. Und es wäre eine gute Sache, eben um der Altersarmut vorzubeugen. Und ein anderes Instrument ist natürlich schon auch, höhere Mindestlöhne zu haben. Einfach damit man, wenn man arbeiten geht, auch gerade in prekären Jobs, dann wirklich Rente bekommt als die Grundsicherung. Vielen Dank. Gerne dann im Anschluss natürlich auch zu dem Fragenblock von Ihnen, von euch noch Fragen und auch aus dem Livestream. Ich würde so ein bisschen zum nächsten Thema gehen und auch gerne gleich bei dir bleiben, Katharina, und zwar so das Thema Digitalisierung und Flexibilisierung. Wir alle oder viele von uns waren ja jetzt durch Corona erstmals auch im Homeoffice. Vor Corona lag die Zahl nur so bei 4% der Beschäftigten, dass es Homeoffice gab. Während der Corona-Krise waren es dann bis zu 30%. Und definitiv war es ein Push für die Digitalisierung, den wir uns, glaube ich, auch alle mal so ein bisschen herbeigesehnt haben. Schlimm, dass es dafür eine Krise gebraucht hat. Und klarer Vorteil, wir haben natürlich weniger Fahrzeiten und dadurch auch gewonnene Freiräume. Würdest du jetzt sagen, Homeoffice ist Fluch oder Segen, gerade jetzt im Hinblick auf die Vereinbarkeit für, mit der Familie, Beruf und Familie und ja, ich mag den Begriff Work-Life-Balance nicht so, weil Lebenszeit ist auch Arbeitszeit und sollte man nicht so getrennt sehen, aber würdest du sagen, das hat dazu beigetragen oder eher nicht? Also erstmal für mich ist es auch so, es gibt nur eine Lebenszeit, okay, die ich verbinde eben in unterschiedlichen Bereichen, manchmal mit Arbeit, manchmal mit anderen Dingen. Fluch oder Segen, es ist beides zugleich, wie so oft. Ja, ich komme aus einem Umfeld in den Startups, es ist schon lange ganz normal, dass man zu Hause arbeitet, dass man von zu Hause arbeitet, dass man sehr flexibel arbeitet, dass man mal am Wochenende arbeitet, je nachdem, was gerade anfällt. Deswegen auch aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt mit Kindern ist es ein absoluter Segen, muss ich ganz klar sagen. Ich mache so, ich stehe eineinhalb Stunden vor meinen Kindern auf, dann habe ich schon die ersten eineinhalb Stunden gearbeitet. Dann weiß ich, ja, dann bin ich vorbereitet für den Tag, fühle mich gerüstet, die ersten Aufgaben sind schon erledigt und kann dann in völliger Entspanntheit mit den Kindern frühstücken, was sonst niemals möglich gewesen wäre, jemals. Es ist auch ein großer Fluch, in den Münchner Wohnungen genug Räume zu finden, die man zumachen kann, damit genügend Menschen telefonieren können gleichzeitig. Klar haben jetzt während der Pandemie alle gelernt, sich an Kindergeschrei und Sonstiges im Hintergrund zu gewöhnen. Aber das ist der Fluch des Homeoffice, finde ich, dass man oft keinen richtigen Arbeitsplatz hat. Ja, dann macht man das irgendwie am Sofa oder im Bett oder irgendwo. Was bei mir auch zu Rückenproblemen irgendwann geführt hat, weil man halt irgendwie immer irgendwie vorm Rechner sitzt. Und schon auch, das hat mir persönlich einfach auch viel Stress verursacht in der letzten Zeit, dass man gedacht hat, okay, wenn die Eltern ja sowieso im Homeoffice arbeiten, dann können ja auch die Kinder zu Hause bleiben, kein Problem. So ist es ja nicht ganz. Okay. Ich glaube, das haben jetzt nach eineinhalb Jahren auch alle gelernt, Gott sei Dank. Aber so ist es auch der Fluch, dass man dann noch weniger trennen kann eben zwischen, okay, das ist jetzt meine Arbeitszeit, das ist die Zeit, die verbringe ich mit den Kindern und das ist meine Zeit, wo ich schlafe und auch mal ein Buch lese. Und das heißt, diese Abgrenzung zwischen den unterschiedlichen Zeiten, die man hat, glaube ich, wird jetzt sehr stark jedem Einzelnen überlassen. Und bei manchen Leuten mag das super gut funktionieren und bei manchen Leuten ist es extrem schwierig. Deswegen sind, glaube ich, im Homeoffice viele Menschen
schneller erschöpft auch, weil sie zu viel arbeiten oder dann keine Pause machen. Genau. Oder kein vernünftiges Equipment haben etc., ja, weil es eben vorausgesetzt wird. Und das ist so das Problem in der Stadt, ja, und auf dem Land ist dann oft das Problem, dann sind die Internetverbindungen nicht gut genug etc. Und da muss man sich auch überlegen, wer bezahlt denn dafür eigentlich, ja, was ja oft für die Privathaushalte dann einfach ein zusätzlicher Kostenpunkt ist. Deswegen, also für mich persönlich ist es ein totaler Segen. Es ist auch Fluch gleichzeitig und wie so oft im Leben ist es was, Homeoffice sollte man, denke ich, abwechseln mit dem Büro an sich. Also wir zum Beispiel bei Siemens sind einer der ersten Großkonzerne, die eine Gesamtbetriebsvereinbarung veröffentlicht haben, wo wir nachhaltig nach Corona auch eine Arbeitszeit von 2 bis 3 Tagen, entweder mobil oder im Büro, den Mitarbeiter selbst überlassen. Also auch so, wie du sagst, Fluch und Segen, also bei uns war es auch mehr Segen, also auch mein Mann ist auch im Homeoffice, wir sind zusammen im Homeoffice, das funktioniert. Er kann sie in der Früh in die Kita bringen, also er steht auch sehr früh auf, so wie du, macht seine ersten Erledigungen, Mails, bereitet sich für den Tag vor, ich stehe später auf und mache sie fertig für die Kita und er fährt mit dem Fahrrad sie hin und holt sie später auch wieder ab und ich übernehme dann wieder. Also das wird einfach nicht gehen, wenn es das Thema Homeoffice nicht gäbe. Also bei uns ist es auch ein totaler Segen, aber ich finde es auch sehr schön, einmal die Woche aktuell ins Büro zu fahren und meine Kollegen da in live zu sehen und in die Kantine zu gehen und einfach mal nicht zu Hause zu sein und zu kochen. Ja. Das Thema ist sehr aktuell. Ich weiß nicht, ob es Ihnen und euch auch so geht, aber man redet oder ich rede auch gerade viel im Freundeskreis darüber und kann, ja, da hört man genau das Ähnliche, dass auch diese Mischung ist, auch der Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen. Aber was jetzt auch Katharina gerade schon angesprochen hat, ist ja auch, man wird natürlich viel flexibler, ne? Man kann morgens sich das selber einteilen und dann hat man auch noch Kontakt oder mehr Kontakt mit der Familie, was ja eigentlich erstmal schön ist. Aber an dich die Frage, Julia, ist es dann, ja, eher eine Entgrenzung der Arbeit oder kann man da wirklich noch von Flexibilisierung und auch Selbstbestimmung sprechen? Also aus meinem privaten Umfeld jetzt aus, unsere lokale Betriebsvereinbarung hat eine Arbeitszeitregel von 6 bis 20 Uhr. Also das ist unsere Kernarbeitszeit, in der man arbeiten darf, je nachdem, also welches Wochenarbeitsmodell man hat. Aber von 6 bis 20 Uhr ist der Zeitraum. Und ich habe auch also Vertrauensarbeitszeit, das heißt, ich schreibe selbst, wann starte ich, wann mache ich Pause, wann geht es wieder weiter. Also ich mag diese Flexibilität sehr gerne. Letztendlich die Ergebnisse müssen zählen, aber wann ich sie, in welchem Tag, ob ich sie jetzt im Vormittag oder Nachmittag mache und auch wo, ist eigentlich ja egal. Also ich glaube, es ist schon schwierig, wenn jetzt hier gar keine Regularien dazu gibt, also ich rede halt jetzt von Großkonzernen, wo es halt alles geregelt ist. Deswegen, ich finde es eigentlich eine gute Möglichkeit, halt über einen gewissen Arbeitszeitrahmen zu sprechen, in dem halt einfach festgelegt ist, in dem Zeitraum wird gearbeitet und dann ist aber auch mal wieder gut. Da an dich, Jamila, die Frage anschließend, wir haben das jetzt sehr gut gehört, wie kriegt man denn jetzt mit den richtigen politischen Rahmenbedingungen da eine gute Balance hin, damit die Flexibilität möglich ist, aber auch die ArbeitnehmerInnenrechte gewahrt bleiben und auch bis hin zur Büroausstattung ja, die Rahmenbedingungen und Arbeitsschutz auch stimmen? Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil ja ganz oft dieser Flexibilisierungsdiskurs so ein bisschen unter dem Deckmantel, Mensch, das ist so toll für die jungen Eltern, aber eigentlich dann über die Hintertür so Schutzmaßnahmen auch ausgehebelt werden können durch diese Debatte. Deswegen finde ich, muss man da immer ganz genau hinschauen, vielleicht nochmal kurz zum Thema Homeoffice zurückgesprungen. Da finde ich zum Beispiel extrem wichtig, dass man nicht selbstverständlich davon ausgeht, dass Leute bei sich daheim einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen können. Weil das habe ich zum Beispiel auch in meinem persönlichen Umfeld total viel erlebt, dass dann zum Beispiel oft von der Mutter zu Hause erwartet wurde, die Kinderbetreuung zu managen, dann noch irgendwie im Homeoffice zu arbeiten
Und dann war aber sozusagen der Arbeitsplatz eigentlich schon für die Kinder oder manchmal sogar noch für den Ehemann blockiert im Arbeitsraum. Und dann war die Mutter sozusagen zwischen Küche, Kindern, Kinderzimmer und irgendwie ihrem Laptop noch so zwischendurch. Und das habe ich von ganz vielen auch Leuten aus meinem privaten Umfeld mitbekommen, dass es halt wirklich schwierig war. Und das ist dann auch wieder unter so einer genderpolitischen Perspektive total wichtig, dass man auch ein Recht auf einen Arbeitsplatz hat, so in der Firma. Aber eben auch ein Recht darauf hat, ins Homeoffice zu gehen, da wo es geht. Es gibt natürlich Branchen, wo es nicht geht, aber ich finde, es muss halt dann beides möglich sein. Und bei der Frage Arbeitszeit, also das haben wir auch so als Grüne sozusagen mit diesen Erfahrungen aus Corona, dass es eben nicht in die Richtung geht, Mama macht's schon, in unser Programm hineingeschrieben. Und das andere ist zu den Arbeitszeiten. Ich glaube, dass genau diese Frage von Kernarbeitszeit da eigentlich ein total gutes Modell ist, weil man sozusagen Ruhepausen noch hat im Arbeitszeitgesetz und die würde ich auch auf jeden Fall verteidigen, damit es eben nicht in so eine Entgrenzung hineingeht, aber eben trotzdem sozusagen die Mitarbeitenden sich überlegen können, in welchem Bereich dieser Kernarbeitszeit, sie dann sozusagen ihre Arbeit machen. Und das haben wir zum Beispiel auch bei uns in der Bundesgeschäftsstelle bei den Grünen und es klappt sehr gut. Also natürlich gibt es auch immer wieder so Herausforderungen mit Vertrauen, Stundenschreiben und so weiter. Da muss man dann auch manchmal gucken, vielleicht ist dann doch manchmal auch so eine klare Erfassung auch für den Schutz der Arbeitnehmenden besser, gerade wenn man so eine Loyalitätsbindung zu den ChefInnen hat. Also da gibt es dann auch immer noch, glaube ich, Möglichkeiten, das zu verbessern. Aber im Kern finde ich das eigentlich auch die richtige Variante, um diese Balance zu finden. Und ich glaube, wir sollten auf jeden Fall auch, auch im Hinblick auf jetzt irgendwie Sondierungsverhandlungen etc., aber schauen, dass der Kernschutz der Ruhezeiten im Arbeitszeitgesetz erhalten bleibt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger auch politischer Ansatz, den wir da weiter verteidigen müssen, auch gegen diesen Flexibilisierungsdiskurs. Du hast gerade auch schon angesprochen, dass es auch oft eben die Frauen betroffen hat unter dem Motto, die Frau macht's schon. Damit würde ich gerne nochmal zum nächsten Block springen, und zwar Lohnpolitik und prekäre Beschäftigung. Wir haben ein Gender Pay Gap in Deutschland, also ein geschlechtsspezifisches Lohngefälle von ca. 20%, und auch prekäre Beschäftigung betrifft vor allem Frauen. Frage an dich, Katharina, was kann man tun gegen das Gender Pay Gap? Für mich gibt es da nur die Antwort Transparenz. Und warum ist das so? Ich arbeite in einem Umfeld, das ist sehr männerdominiert. Es ist ganz neu. In München gibt es gerade sehr viele Startups, die in den Robotikbereich gehen. Und trotzdem gehört die Robotik, sage ich jetzt mal, gar nicht zu den klassischen Ingenieurwissenschaften, ja, wie die Bauingenieure etc. Das heißt, sogar diese ganz klassischen Ingenieursvertretungen wie der VDI, die ja auch zum Beispiel Durchschnittsgehälter erfassen, passen überhaupt nicht. Und das heißt, dass in so neuen Technologien oder auch in diesen neuen Umfeldern die Gehälter wahnsinnig unterschiedlich sind. Und wenn man jetzt Glück hat und ein Netzwerk hat, dann kann man natürlich die Kollegen fragen, okay, so was verdient ihr so ungefähr? Aber man hat zum Beispiel, bevor man in ein Unternehmen reinkommt, eigentlich kaum die Möglichkeit, auch nur irgendeinen Anhaltspunkt zu haben. Diese kleinen Firmen sind auch nicht tariflich organisiert. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht mal meinen eigenen Gewerkschaftler anrufen und fragen, okay, wie schaut es da aus? Das heißt, für mich ist es wichtig, dass es da eine geregelte Form von Transparenz gibt, die die Firmen offenlegen müssen, damit jeder sich wirklich informieren kann und weiß, in welchem Bereich er sich eben bewegt. Nur dann kann man seine eigenen Verhandlungsstrategien auch anpassen. Ja? Also ich bin selber keine gute Verhandlerin. Mein Mann, der im gleichen Bereich tätig ist, tut sich da nicht so schwer. Aber natürlich allein da die Referenz zu haben, hilft mir enorm, die richtigen Zahlen auch zu fordern. Wenn man das Glück jetzt nicht hat, ist man sonst einfach aufgeschmissen. Das heißt, ich glaube, man braucht wirklich eine komplette Offenlegung. Siehst du das auch so, Jamila? Also würde das einerseits gegen den Gender Pay Gap helfen oder auch was sind noch Ideen auch gegen prekäre Beschäftigung? Was muss da passieren?
Genau, also vielleicht nochmal kurz konkret zu dem Fall, dass jetzt zum Beispiel zwei Leute in einer Firma genau die gleiche Arbeit machen und die Frau wird weniger gut bezahlt. Das ist sozusagen evidenzbasiert einfach der Fall an vielen Stellen leider immer noch. Da hilft natürlich Transparenz, also sozusagen, dass das gesetzlich geregelt ist, so meine ich, dass es offengelegt werden muss, damit man sich daran orientieren kann bei Verhandlungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber wir wollen sozusagen als Grüne da noch ein bisschen drüber hinausgehen, weil da liegt ja dann immer noch so ein bisschen die Beweislast bei den Arbeitnehmenden. Und deswegen fordern wir ein Entgeltgleichheitsgesetz, was so ein bisschen über die Transparenzregeln hinausgeht und eben sagt, es ist einfach grundlegend so, dass gleiche Arbeit gleich bezahlt werden soll und nicht sozusagen geschlechtsspezifischer Unterschied. Und das hilft natürlich nochmal, die Beweislast nicht nur bei den Arbeitnehmerinnen zu haben, sondern eben auch bei den ArbeitgeberInnen an der Stelle. Und dann zur Frage prekäre Beschäftigung. Ja, da hatten wir ja gerade schon was dazu gehört. Also ich glaube, was halt extrem wichtig ist, dass wir einfach den Niedriglohnsektor austrocknen, weil das betrifft insbesondere Frauen mit den Minijobs oder auch anderen prekären Beschäftigungsmodellen. Und wir wollen deshalb die Minijobs auch durch die richtigen Anreize an die ArbeitgeberInnen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse überführen. Da freut sich auch unsere Rentenversicherung. eben, das ist dann halt auch wieder dieses Altersarmutsthema, was damit gleich mitbekämpft werden kann. Und dann ist es natürlich auch wichtig, gute Weiterbildungsmöglichkeiten zu schaffen und ja auch insgesamt einfach in gute Jobs zu investieren. Also wir stehen ja jetzt auch vor einem riesigen Strukturwandel rein wirtschaftlich, ja. Wir haben einfach eine große Aufgabe vor uns, unsere Industrie klimaneutral zu machen. Und das kann aber auch eine total große Chance sein, eben zukunftsfähige, klimaneutrale Jobs, die gut bezahlt sind, auch zu schaffen. Und das kriegen wir halt dann hin, wenn wir jetzt auch die Unternehmen bei Investitionen unterstützen, diese Transformation auch zu machen und sie eben, und aber die daran auch knüpfen, dass sie eben gute Arbeitsbedingungen auch bereitstellen, ne? Und damit kann man sozusagen dann auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und auch dafür sorgen, dass eben die neuen Jobs, die dann entstehen, zum Beispiel im erneuerbaren Energiebereich, eben nicht hoch prekarisierte Jobs sind, sondern gut bezahlte Jobs, die Industrie eben auch schaffen kann, dadurch, dass erstmal auch diese Investitionen getätigt werden in Infrastruktur und auch Investitionen, die unterstützt werden durch Planungssicherheit, die Unternehmen machen müssen, um diese Jobs dann auch wieder bereitzustellen. Also ich glaube, es ist sozusagen über die die konkreten arbeitsmarktpolitischen Projekte, die ich jetzt auch schon angesprochen habe, hinausgehend, dass wir da einfach sehr viel machen können, auch was Industriepolitik anbelangt. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich glaube, dass es eben gerade bei diesen Pflegeberufen auch nochmal wirklich, ich meine, die sind immer noch sehr stark dominiert von Frauen und das ist sozusagen auch ein Problem beim Gender Pay Gap, ne, dass sozusagen die Berufe, die Frauen ergreifen, halt durchschnittlich schlecht bezahlt sind. Und da kann man wirklich einfach durch eine klare Tarifbindung von Pflegeberufen zum Beispiel, erziehenden Berufen, einfach auch viel, viel machen, um diese Berufe aufzuwerten und dann eben auch attraktiver zu machen und die Leute, die da arbeiten, aus prekären Beschäftigungsverhältnissen rauszuholen. Ja, Jamila hat den Strukturwandel auch angesprochen und dass da eben unter anderem Aus- und Weiterbildung ja auch ein ganz zentraler Punkt spielt. Was müssen Ich kann jetzt auch wieder aus dem privaten oder persönlichen Umfeld sprechen. Ja, also wir haben gerade zum Beispiel eine sehr große Kampagne, also wir haben einen Zukunftsfonds bei Siemens, der einen großen Betrag bereitstellt, genau, genau das Thema zukunftsfähige Arbeitsplätze und Weiterbildung über diesen Fonds laufen zu lassen, wo wir eben Mitarbeiter gerade qualifizieren, auch wo wir sagen, wo ist denn gerade der Ist-Stand, wo ist der Soll-Stand und haben da auch gerade sehr viele zum Thema Digitalisierung und
verändern Berufe auch. Also auch das ist ein Thema. Berufe sind in 10 Jahren nicht mehr die gleichen, die wir jetzt aktuell haben. Und wie nehmen wir die aktuelle Belegschaft auch auf die Reise mit und wie nehmen wir die mit aufs Boot? Und also ich glaube, da tun wir auch gerade schon sehr viel in die richtige Richtung, dass wir da wirklich das Thema Mitarbeiterqualifizierung mitnehmen zum Thema Strukturwandel. Also wer da nicht dranbleibt an dem Thema, ich glaube, der geht unter, also der hat verloren. Und auch zum Thema Frauen in Berufen, also bei Siemens sind gerade mal 20% Frauen weltweit der Arbeitnehmenden. Und ich glaube, da muss sich noch was tun. Es tut sich auch, also auch das Thema Einstellung, auch bei dem Thema Ausbildung hast du ja angesprochen, werden auch gerade Führungskräfte geschult, zum Beispiel Vorurteile gegen Frauen in technischen Berufen, dass das eben die MINT-Berufe auch einfach auch Frauen können. Und da wird auch gerade sehr viel, ich würde sagen, das Thema Mindset geändert, dass eben auch Frauen in den technischen Berufen genauso viel drauf haben. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber natürlich gibt es immer noch etwas mehr. Aber ja. Ich glaube, zum Thema Aus- und Weiterbildung ist es zum Beispiel auch noch sehr schwierig, eine Ausbildung in Teilzeit zu finden. Ja, das heißt, wenn man eben Kinder mal vor dem klassischen Weg hat, der da heißt Schule, Ausbildung, Kinder, Heirat, ne? Wenn sich das Leben anders entwickelt, dann ist die Industrie nicht bereit dafür, gar nicht. Ja? Das heißt, das einzige Flexible, was man dann eben noch machen kann, von meinem Umfeld, ist zu versuchen zu studieren, weil im Studium kann man es dann doch noch irgendwie schaffen und ist nicht ganz so eingestrengt, aber sobald man eben, sag ich mal, in klassische Berufe geht, auch in Ausbildungen, geht es gar nicht. Das heißt, da sagen dann die Betriebe, okay, du machst es entweder in Vollzeit oder halt gar nicht. Was super schade ist, weil dann die Frauen verloren gehen, direkt am Anfang von ihrer Berufskarriere. Da müssten sich dann auch vor allem die Berufsschulen zum Beispiel auch umstellen. Also mit Betrieben kann man oft auch noch irgendwie eine Regelung finden, aber die Berufsschulen sind dann darauf auch gar nicht eingestellt. Ja. Vielen Dank, das wäre jetzt von unserer Seite so mal eine erste Runde und an der Stelle möchte ich gerne für Fragen von euch, von Ihnen öffnen und wir würden das gerne so machen, dadurch, dass wir hier nicht so weit voneinander entfernt sind und aufgrund der Hygieneregeln einfach vielleicht laut zu sprechen und ich würde die Frage dann für einen Livestream einfach nochmal ins Mikro wiederholen und ich glaube, da gibt es schon die erste Frage. Ich versuche das jetzt nochmal für den Livestream zusammenzufassen. Bitte korrigieren, falls ich das falsch aufgefasst habe. Also es geht dann vor allem, wenn die Karriereleiter weiter emporgestiegen wird, dass dann vor allem für viele Frauen das eben in Teilzeit nicht möglich ist und wir einen Kulturwandel brauchen, damit sowas zum Beispiel auch in Teilzeit in Zukunft möglich ist. Und die Frage an die Gäste, an unsere Podiumsteilnehmerinnen. Seht ihr das auch so und was kann man dafür tun? Also ich sehe es nach wie vor so, dass in tatsächlich, glaube ich, allen Unternehmen, die ich kenne, die
weiter oberen Führungspositionen auch tatsächlich nur in Vollzeit besetzt sind. Und ich glaube, auch aufgrund von Effizienz ist es auch effektiver, ja, weil dann hat man nur eine Person, mit der man sprechen muss. Was ich glaube, der Schlüssel ist, wie man Frauen, die eine gewisse Zeit vielleicht in Teilzeit arbeiten oder vielleicht auch, ich sage jetzt mal, diese 30-Stunden-Grenze irgendwie nicht überschreiten wollen, machen kann, ist diese Zeit, die man in Teilzeit hat, zu nutzen, um sich weiterzubilden. Ja? Das heißt, diese Zeit, die oft wahrgenommen wird als nutzlose Zeit oder ich weiß nicht, ja, irgendwie für die Arbeit nicht sinnvoll oder ja, zu nutzen, weil man sich ja auch in dieser Zeit, gerade weil man dann sich mit anderen Themen beschäftigt, persönlich sehr viel weiterentwickelt. Ja? Und ich glaube, was der Schlüssel ist, persönlich, ich habe es noch nie erlebt, dass es passiert, aber ich hoffe, dass wenn man diese Zeit eben nutzen kann, durch Weiterbildung, durch Fortbildung, dass man danach, sage ich jetzt mal, in kleineren Gruppen, diese 30-Stunden-Grenze muss man nicht überschreiten. Das sage ich jetzt aus persönlicher Erfahrung auch. Das heißt, wenn man jetzt nicht das Ziel hat, sage ich jetzt mal, 100 Leute zu leiten, sondern ich sage jetzt mal, ja, vielleicht bis zu 20, kann man das, glaube ich, mit geeigneten Tools auch machen. Und ich glaube, der Schlüssel dazu auch mit 30 Stunden. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist ein ganz massiver Wandel in der Führungskultur. Ja, weil diese alte Hierarchie, wo der Chef dann immer alles weiß und alles besser weiß und ja, von oben die Befehle herabsegnet, ist nicht mehr zeitgemäß und kann man auch mit 30 Stunden dann nicht machen. Ja, klar, also da fehlt die Zeit, die Informationen zu kriegen. Aber wenn man eben das gemeinsam mit dem Team aufbaut und auch kleinere Entwicklungszyklen macht, nicht den einen großen Wasserfallplan aufstellt, sondern eben, also ja, in der Art, wie man auch die Teams leitet, dann bin ich fest davon überzeugt, dass man das auch mit 30 Stunden machen kann. Aber dafür muss sich viel im Verständnis der Chefs selber bewegen. Ja? Das heißt, wer ist denn diese Person eigentlich? Vielleicht würde ich noch was ergänzen wollen. Wir haben ja in unserem Grundsatzprogramm dieses Thema Arbeitszeitverkürzung auch erstmalig als Vision beschlossen und gesagt, eigentlich ist es doch so, dass sehr, sehr viel Arbeit wegrationalisiert wird durch technischen Fortschritt. Aber die Frage, wie wir eigentlich diese gewonnene Zeit verteilen, die muss halt gesellschaftlich mal diskutiert werden. Und aus einer feministischen Perspektive, aber auch aus einer allgemein humanistischen Perspektive stecken halt so viele Chancen in dieser Arbeitszeitverkürzungsperspektive drin, weil sobald einfach alle Menschen unabhängig vom Geschlecht mehr Zeit haben, desto mehr Zeit ist ja auch übrig, die dann wiederum in Pflege- und Sorgearbeit investiert werden kann. Und dann haben zum Beispiel ja auch Männer mehr Möglichkeiten, zum Beispiel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, was ja auch viele sich wünschen, die ja vielleicht durch das Ehegattensplitting und andere sozusagen einfach Anreize auch so ein bisschen in die Situation gedrängt werden, das nicht zu machen. Und gleichzeitig haben wir auch viel, viel mehr Zeit für so Debatten. Und ich glaube, dass, und wir haben jetzt natürlich gesehen, okay, man kann jetzt nicht sofort branchenübergreifend die 35-Stunden-Woche einführen, ja, aber wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, bei der Pflege müssen wir zum Beispiel da einfach mal anfangen. Oder die IG Metall hat doch sogar vorgeschlagen, das in der Autoindustrie mal anzufangen, also in der Branche zu machen. Und ich glaube, dass das schon mal, also was die Reduzierung der Normalarbeitszeit angeht, dazu führen kann, dass diese gläserne Decke, von der du gesprochen hast, für Frauen eben auch nicht so stark ist, weil sozusagen dann auch der Unterschied zwischen Teilzeit und Vollzeit nicht so stark ist und sich auch allgemein halt was an der Unternehmenskultur ändert und an dem Leistungsdruck und eben auch an der Frage, wie wird Sorgearbeit dann auch verteilt, weil wenn natürlich auch der Partner von der Frau, die sich das überlegt, irgendwie auch mehr zu Hause ist, dann ist die Entscheidungsgrundlage ja auch wieder ganz anders. Also ich glaube, so ein wichtiger Schlüssel ist tatsächlich einfach auch der Diskurs über Arbeitszeitverkürzung und wie man das halt jetzt Stück weit in manchen Branchen schon mal so umsetzen kann, dass man Erfahrungen sammelt, an die man dann für vielleicht andere Debatten nochmal anknüpfen kann. Und noch eine Ergänzung zum Thema Arbeitskultur. Also ich glaube, dass ja auch immer mehr das Thema agile Transformation oder agiles Arbeiten in Unternehmen auch kommt und da wird ja auch
teilweise auch getrennt zum Thema fachliche Führung und personale Führung. Also da ist ja nicht mehr alles in einer Person vereint, sondern da gibt es ja zum Beispiel verschiedene Rollen in einem Team, die verschiedene Aufgaben übernehmen. Und da sollte doch auch mehr Teilzeit möglich sein. Also das Thema Verteilung von dieser einen Führungskraft wird ja auch gerade verändert, sage ich jetzt einfach mal. Genau, das ist die Veränderung im Führungsverständnis selber. Glaube ich auch. Und es ist ja auch am Ende für die Gesundheit der Menschen ja auch ein Vorteil. Also weil, ich meine, wir arbeiten ja auch an vielen Stellen irgendwie auch in einem sehr ungesunden Maß. Und das sagen ja auch zum Beispiel Ergebnisse von psychologischen Studien, die immer mehr Symptome von Depressionen feststellen in der Durchschnittsbevölkerung. Und der Leistungsdruck nimmt zu. Und da finde ich eigentlich auch diese Diskussion über Arbeitszeitverkürzung eine Riesenchance, weil einfach dieses Durchatmen ermöglicht wird, glaube ich, auch eine demokratietheoretische Chance und eine sozialpolitische Chance. Weil wenn man sich mal anguckt, wie auch die Verteilung zum Beispiel von Renten anhand des Einkommens sich abzeichnen, sind zum Beispiel diejenigen, die sowieso wenig Rente bekommen, weil sie ihr ganzes Leben lang in Vollzeit hart gearbeitet haben, die haben auch noch von der Zeit, von der sie sozusagen in der Rente leben, viel, viel weniger, weil sie halt früher sterben. Und auch unter dem Gesichtspunkt Lebensqualität, Gesundheit, ist natürlich eine Arbeitszeitverkürzung auch eine totale Chance. Also wollte ich nur noch hinzufügen, weil es, glaube ich, an vielen Punkten irgendwie echt sehr wertvoll ist, diese Debatte zu führen. Ich glaube, da hinten war auch eine Frage. Habe ich das richtig gesehen? Ja, jetzt habe ich eigentlich nicht direkt eine Frage. Ich stelle es jetzt mal so als Provokation, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt Arbeitnehmer nicht selber, aber wenn ich jetzt Arbeitgeber wäre, dann würde ich jetzt zum Beispiel Frau Schäfer fragen, ist das jetzt ernst gemeint? Ein Ausbildungsplatz müsste dann von einer Person 5 Jahre besetzt werden, statt nur 2,5 Jahre, weil dieselbe Person möchte ja Teilzeit machen und dieselbe Person müsste dann in demselben Lerninhalt ja wir wollen aber so viele Auszubildende wie möglich natürlich mit wenigen Netzen schaffen. Ich wiederhole das nochmal für einen Livestream. Also eine provokante Frage, wenn man sich vorstellt, man wäre Arbeitgeber, dann würde er jetzt an Frau Schäfer fragen, wie stellen Sie sich das jetzt vor? Soll ein Ausbildungsplatz 5 Jahre andauern, anstatt bisher 2,5, wenn man das in Teilzeit macht? Wie soll das funktionieren? Genau, also wenn man sich das mal volkswirtschaftlich anguckt, steckt da natürlich erstmal eine Riesenchance dahinter. Weil wenn man zum Beispiel Frauen schon mal aussortiert aus der Erwerbsbiografie, weil sie zum Beispiel blöderweise am Anfang der Ausbildung ein Kind bekommen und dann eben nicht dabei bleiben können, weil es keine Lösung dafür gibt, dann hat man ja schon mal volkswirtschaftlich richtig was verloren als Staat. Und deswegen lohnt es sich ja, auch jetzt rein aus so einer volkswirtschaftlichen Perspektive Möglichkeiten zu schaffen, um eben Frauenerwerbsarbeit zu stärken. Es lohnt sich auch für die Rentenversicherung zum Beispiel. Und es lohnt sich natürlich auch, damit die Leute nicht verloren gehen. Und es ist aber klar, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, lieber Betrieb, viel Spaß und mach mal, sondern da braucht es natürlich auch Unterstützung. Wir haben über die Berufsschulen gesprochen, die da natürlich auch Lösungen brauchen. Deswegen schlagen wir ja zum Beispiel auch vor, dass es viel, viel mehr Personal auch an Berufsschulen und überhaupt an Bildungseinrichtungen geben muss. Und das sind einfach auch Leistungen, die der Staat auch mit erbringen muss. Und wir haben das ja auch schon vielfach durchgerechnet, dass solche Investitionen ins Bildungssystem am Ende sich doppelt und dreifach auszahlen. Also es sind sozusagen nicht Schulden, die man macht, sondern es sind sozusagen Investitionen, die wirklich auch viel Mehrwert schaffen, durch zum Beispiel gute Ausbildung und Qualifizierung. Wir haben einen riesigen Fachkräftemangel und da muss es ja Möglichkeiten geben. Und natürlich kann man auch darüber nachdenken, es wird dann, wenn es jetzt um eine betriebliche Ausbildung natürlich geht, dann wahrscheinlich auch darum gehen, dass die Person wahrscheinlich länger die Ausbildung macht, damit sie das halt auch lernen kann. Da kann es ja Modelle geben, die sowas dann auch attraktiv für den Arbeitgeber machen. Ich glaube, da
muss man einfach gemeinsame Lösungen finden, um auch ja, aus dieser Spirale rauszukommen, dass halt viele Frauen einfach dadurch, dass sie halt schwanger werden, irgendwie schon am Anfang ihrer Erwerbsbiografie so rausgerissen werden, weil sich es am Ende natürlich auch für die Betriebe lohnt, wenn sie mehr Möglichkeiten haben, diversere Leute auszubilden, weil sich natürlich diese Vielfalt auch wieder positiv auf das Betriebsklima auswirkt. Aber es ist klar, dass es da natürlich auch politische Unterstützung braucht, damit sich das dann am Ende auch wirklich auszahlt und auch machbar ist. Ich glaube, dahin war auch noch eine Frage. Nee, habe ich mich getäuscht. Dann habe ich noch eine Frage aus dem Livestream. Deshalb gucke ich so unhöflich auf mein Handy, weil mir da die Frage hingeschickt wird. Und zwar, wie möchten Sie Probleme auflösen? Es wäre besser, wenn die Frauen flexibel im Homeoffice arbeiten würden. Ich weiß jetzt nicht, an wen sich die Frage richtet. Nochmal bitte. Wie möchten Sie Probleme auflösen? Es wäre besser, wenn die Frauen flexibel im Homeoffice arbeiten würden. Aber nur die Frauen. Die Männer nicht. Also ich kann da sonst auch was dazu sagen. Ihr könnt mich ja dann einfach ergänzen. Also ich glaube, dass es... wir hatten das ja schon eben bei dieser Frage Flexibilisierung, was ist da eigentlich sozusagen die Chance und das Risiko? Und ich glaube, dass die Chance natürlich auch ist, sozusagen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass man sich seine Zeit freier einteilen kann. Und deswegen ist, glaube ich, so ein Recht auf Homeoffice in den Branchen, wo es funktioniert, total wichtig. Aber ich finde für Frauen und Männer, also ich finde nicht nur für Frauen, auch weil ich irgendwie für Geschlechtergerechtigkeit einstehe und ich glaube, dass das auch tatsächlich auch die Bedürfnisse der meisten Männer trifft, wenn sie dieses Recht auch bekommen. Und ich glaube, gleichzeitig ist es aber wichtig, eben auch sicherzustellen, dass Menschen sich noch abgrenzen können und nicht die komplette Entgrenzung stattfindet und man zum Beispiel auch gar keine Chance mehr hat, mit den Mitarbeitenden im Betrieb irgendwie zusammenzukommen. Deswegen halte ich es auch für wichtig, dass es auch ein Recht auf einen Arbeitsplatz außerhalb des Hauses gibt und dass der auch rechtlich sozusagen verankert ist als ArbeitnehmerInnenrecht für Frauen und für Männer. Und dass am Ende eben durch diese, auch durch diese Modelle wie Kernarbeitszeit eben beides in Einklang gebracht werden kann, nämlich eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit und gleichzeitig aber trotzdem eine Garantie der Ruhepausen als ArbeitnehmerInnenschutz. Und das, finde ich, ist sozusagen das Konzept, wo man eigentlich viel Gutes miteinander kombinieren kann, also sozusagen die Chancen von Flexibilisierung und gleichzeitig aber die Risiken minimieren kann, die das mit sich bringt. Ich glaube tatsächlich, man löst am meisten Probleme, wenn nicht nur die Frauen flexibel arbeiten, sondern auch die Männer. Und all die Arbeit, die eben anfällt in einer gemeinsamen Familie, dass man sich die auch teilt. Dann sehe ich hier im Moment keine Frage, oder? Genau, ich habe aber noch eine Frage aus dem Livestream. Und zwar, was ist mit Subunternehmern? Dort arbeiten auch viele Frauen mit niedrigem Lohn. Ja, also ich glaube, das Problem ist halt, dass wir natürlich auch oft eine Aushebelung von zum Beispiel so Betriebsratsgründungen oder anderen eigentlich arbeitnehmerfreundlichen, arbeitnehmerinnenfreundlichen Regelungen haben durch diese Auslagerung. Und ja, ich glaube, deshalb braucht es da auf jeden Fall mehr rechtlichen Spielraum nochmal, um auch diese Auslagerungsprozesse anzugehen. Wir haben da ja auch auf europäischer Ebene schon viel gemacht, gerade was zum Beispiel dieses ganze Transportwesen angeht. Und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass auch ja, soziale Standards internationalisiert werden in der Europäischen Union, weil ein Anreiz ja auch immer ist, sozusagen dann da wieder das Subunternehmen anzumelden, wo dann zufälligerweise die Arbeitsschutzrichtlinien eben nicht so weit ausgebaut sind. Und da kann man, glaube ich, mit einer gemeinsamen Standardisierung in der Europäischen Union viel machen. Deswegen stehen wir zum Beispiel auch für so eine Mindestlohnrichtlinie, wo zumindest nach den gleichen Kriterien Mindestlöhne auch europaweit eingeführt werden.
Aber ich glaube, am Ende ist es eben auch wichtig, dass es eine gemeinsame Regelung, was zum Beispiel ArbeitnehmerInnenorganisierung angeht. Wir hatten auch eben im Vorgespräch darüber gesprochen, gerade wenn sich neue Unternehmen oder auch Subunternehmen gründen, dass halt immer gleich auch mit verankert ist, dass es Betriebsräte braucht ab, ne, zum Beispiel Angestellten von 5 Personen und dadurch immer auch eine Organisierung sichergestellt wird. Und dann auch natürlich ganz viel über Tarifbindung an Prekarisierung vermieden werden kann. Das wären jetzt so Schlagworte, die mir vielleicht dazu einfallen. Ich weiß nicht, ob ihr noch Ergänzungen habt. Für mich ist es ähnlich. Also die Sicherstellung von Arbeitnehmerinnenrechten bei der Gründung der Unternehmen. Ja, und dann, dadurch, glaube ich, kann man schon sehr viel abfangen, auch was an Problemen aufkommt, wenn man das rechtlich verankern würde. Vielleicht noch ein Gedanke, was auch ganz oft vergessen wird, auch kartellrechtlich kann man natürlich vieles machen, weil es ist ganz oft in vielen wirtschaftspolitischen Punkten auch immer so eine Machtfrage. Ne? Also das ist ja sozusagen so mal als Metapunkt nochmal gar nicht so unwichtig, weil das haben wir zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie auch sehr, sehr stark, dass zum Beispiel das Lohndumping oder zum Beispiel auch Preisdumping, unter dem viele in dem Erzeugerbereich, die Lebensmittel produzieren, leiden, der ist ja durch eine Monopolisierung der Lebensmittelindustrie entstanden. Und wenn man zum Beispiel stärker kartellrechtliche Regulierung macht, dann kann man auch diese Monopolbildung, die dann dazu führt, dass einzelne Unternehmen den Preis landesweit diktieren können und auch Arbeitsbedingungen natürlich das viel, viel stärker beeinflussen können, dem kann man schon mal so ein bisschen vorbeugen, dadurch, dass Monopolbildungen stärker wieder entflechtet werden. Also da wollen wir zum Beispiel auch auf europäischer Ebene die Möglichkeit einer europäischen Kartellbehörde, solche Entflechtungen vorzunehmen, auch stärken. Ja, bitte noch eine Frage. Welche politischen Möglichkeiten gibt es, um neue Arbeitsmodelle zu fördern, Tandems oder Jobsharing zum Beispiel? Okay, dann ja, ich meine, ich finde das total cool eigentlich, auch solche Partnerschaftsprogramme mehr zum Standard zu machen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was da unternehmensrechtlich vielleicht noch drin wäre, das müsste ich mir nochmal anschauen, aber das ist auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt, weil ja zum Beispiel auch, ist auch sehr belegbar anhand von Studien, was so Mentoring-Programme zum Beispiel oder Patenschaften ausmachen können für das Wohlbefinden im Betrieb. Das sieht man ja auch beim Thema, auch bei der Integrationspolitik zum Beispiel. Es ist für die Frage, ob sich jemand in einem neuen Setting wohlfühlt, extrem entscheidend, und das ist sozusagen das, was am allerwichtigsten ist, ob jemand, der schon da war oder da ist und sozusagen so ein bisschen den Überblick hat über das Umfeld, in dem die neue Person dann auf einmal hineingeworfen wird, die Abläufe erklären kann und Informationen weitergeben kann. Und ich glaube, und das haben wir ja auch bei uns in der Partei als Grüne deshalb auch immer wieder als frauenpolitisches Instrument eingesetzt, so Mentoring-Programme, wo Leute einfach direkt jemanden an die Hand gestellt bekommen, der oder die sich darum kümmert, dass eben Informationen da sind und man auch eine direkte Ansprechperson direkt hat. Und deswegen finde ich das absolut wichtig, das zu ermöglichen. Und wenn man da unternehmensrechtlich noch was machen kann, dann wäre ich da auf jeden Fall auch dabei, darüber nochmal auch, ja, welche rechtlichen Möglichkeiten man da hat, irgendwie nachzudenken. Kann ich mir mal auf meine To-Do-Liste schreiben. Thank you.
Das trifft genau, willst du erst wiederholen? Genau, hier wurde ein Erfahrungsbericht geteilt, dass die Dame im Publikum eben selber auch in so einem Tandem arbeitet, in einem Jobsharing, aber auch die Erfahrung macht, dass das jetzt quasi doppelt Gehälter auch gezahlt werden muss und dadurch auch der Druck steigt, dass eben auch mehr Geld wieder ins Unternehmen geholt werden muss und im Endeffekt arbeiten jetzt beide wieder mehr und das irgendwie das Modell ad absurdum führt. Ja, ja, also ich kenne solche Modelle auch bei mir im Bekanntenkreis, wo exakt das Gleiche passiert. Deswegen meine Aussage von vorhin, deswegen fürchte ich eben, dass diese Tandem-Modelle was bedienen, was man so nicht abbilden kann, weil es eben diese alte Regularien-Chef-Rollen bedient. Ja? Und ich glaube einfach, dass das auf zwei Leute aufzusplitten ineffizient ist. Wenn, dann kann man das nur erreichen, wenn man dann die Führungskultur, das Führungsverständnis anders aufbaut. Und dann gibt es verschiedene Modelle, ja, dann gibt es, weiß ich auch nicht, in der agilen Transformation gibt es dann ganz viele Modelle, wer welche Rollen hat, dann kann man das auch wieder in Teilzeit machen, aber dann teilt man das wirklich und dann gibt es nicht diesen einen Chef. Deswegen glaube ich persönlich aus meiner Arbeitswelterfahrung nicht, dass man diese traditionelle Rolle einfach durch zwei Menschen ersetzen kann, sondern dann muss ich mehr tun. Ich hoffe, ich werde widerlegt, aber das ist meine Erfahrung. Hier war noch eine Frage. Ja, hier wird nochmal das Thema Kinderbetreuung angesprochen und dass seit Corona dann auch gerne so Homeoffice als Möglichkeit der Kinderbetreuung sozusagen missbraucht wird und eben gerade wenn das Kind vielleicht krank ist, dann kriegt man keinen Kranktag, sondern sagt ja, dann machen Sie doch Homeoffice. Politische Debatte dazu, was kann man dagegen tun? Also zum einen, also ich teile den Eindruck, habe das sogar selbst auch schon an vielen Stellen zurückgespiegelt bekommen aus meinem privaten Umfeld, auch insbesondere von vielen jüngeren Frauen. Also und ich glaube, da müssen wir auch total aufpassen, weil das ist genau diese Einstellung, die ich auch in der Corona-Krise total krass fand, dieses Mama macht's schon, ja. Und da hat man ja auch gemerkt, dass in den politischen Entscheidungsprozessen über Pandemiemaßnahmen und so weiter, da wurde ganz oft die Lebensrealität von so einer privilegierten Alleinernährer-Modellfamilie irgendwie so zur Grundlage gemacht. Und andere Lebensrealitäten auch von Alleinerziehenden zum Beispiel wurden komplett ausgeblendet. Und ich glaube, es ist auch einmal eine Frage von, wer sitzt irgendwie mit am Tisch, ja? Also ich glaube, dass schon auch sozusagen ein Repräsentationsproblem sich dabei bemerkbar macht, was wir auch in der Politik angehen müssen, dass sozusagen viele Lebensrealitäten irgendwie in den Entscheidungsprozessen gar nicht abgebildet werden. Könnte man zum Beispiel auch über solche Sachen wie einen Pandemierat, den wir ja auch gefordert haben, sozusagen ganz konkret auch ein bisschen ändern, wenn man sozusagen einen gesellschaftlichen Querschnitt mit dazusetzt, um Maßnahmen zu diskutieren. So. Und natürlich auch eine Akzeptanz für die Regelung dann herzustellen und Sachen nicht zu vergessen. Und zum Zweiten, Kinderbetreuungsmöglichkeiten ausbauen. Da geht es halt auch um die Frage, wie stellen wir eigentlich unsere Kommunen auf?
weil die Kommunen müssen ja diese Plätze irgendwie sicherstellen. Ich meine, ich habe selbst, also meine Cousine hat auch vor kurzem 2 kleine Kinder bekommen und die hat ja schon, als das eine Kind noch nicht mal geboren war, irgendwie händeringend nach irgendwelchen Kindergartenplätzen und Kita-Plätzen gesucht und für die war das auch ein ultra krasser Stress, das irgendwie hinzubekommen. Und da dachte ich mir schon auch, krass, also so schlecht aufgestellt ist ja München als Kommune jetzt eigentlich auch nicht, jetzt sogar im deutschlandweiten Vergleich. Aber auch da gibt es halt einen extremen Zwang, haushalterisch darauf zu gucken. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, wir brauchen jetzt einen Investitionsplan für die Kommunen, dass mal vorausschauend geguckt wird, wie sieht eigentlich die Geburtenrate gerade aus, wie viele Kinderbetreuungsplätze brauchen wir, wo, wann. Und anhand dessen sozusagen ein ganz klarer Investitionsplan festgelegt wird, auch für Bildungsausgaben und für frühkindliche Bildung und natürlich Kinderbetreuung, der dann die Kommunen auch in die Lage versetzt, diese Betreuungsplätze zu schaffen. Und wir haben halt bisher immer eher so ein reaktives, oh Gott, da ist jetzt wieder Zuzug und da brauchen wir jetzt wieder irgendwas und dann muss man immer gucken, wo schneidet man sich das jetzt noch weg. Und da sozusagen eher so eine vorausschauende Politik zu machen, wäre da unsere Antwort mit einem Investitionsplan für die Kommunen und auch eine Auflösung dieser lächerlichen Regelung, dass der Bund halt nicht in Bildung investieren kann. Also ja, da brauchen wir auf jeden Fall auch eine Änderung unserer Regelung, die heißt Kooperationsverbot und das sollten wir eher zu einem Kooperationsgebot machen, finde ich. Das kann ich als Stadträtin nur unterstützen. Ich habe jetzt noch 3 Fragen aus dem Livestream bekommen. Ich würde sagen, dass wir dann so langsam die Fragerunde schließen. Wenn nicht noch irgendwas ganz, da brennt noch was unter den Nägeln, dann starte doch du am besten. Und dann machen wir noch die aus dem Livestream. Ja, Thema Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen, die nicht in Deutschland durchlaufen wurden, genau, oder abgeschlossen wurden. Ja, ich glaube, das kann man einfach nur unterstreichen, was du gesagt hast. Also die Anerkennung von Abschlüssen ist natürlich ein großes bürokratisches Problem, was wir in Deutschland haben. Und da müssen wir etwas liberaler werden, auch um prekarisierte Beschäftigungsverhältnisse zurückzudrängen und eben auch gerade viele Frauen, die das betrifft, in gute und ordentliche Arbeit bringen. Es ist ja auch völlig absurd. Auf der einen Seite haben wir einen Fachkräftemangel und auf der anderen Seite verhindern wir aktiv, dass Leute, die eine abgeschlossene Ausbildung haben, dann halt auch, also weil sie MigrantInnen sind, in den Beruf kommen. Also da genau haben wir auch entsprechend in unserem Wahlprogramm mehrere Punkte drin, wie wir diese Vergleichbarkeit einmal international in den Kriterien verbessern wollen und eben zum anderen auch das liberalisieren, damit es sozusagen mehr Leute auch schaffen, dann ganz normal ihre beruflichen Abschlüsse dann anerkannt zu bekommen. Tatsächlich geht es auch einher mit der Kinderbetreuung. Noch einmal, ja, wer welche Familie wann nach welchen Regeln einen Betreuungsplatz kriegt, weil manchmal auch einfach die Zeit fehlt, neben Kinderbetreuung einen Deutschkurs zu belegen, ja, ganz profan, und es ist schrecklich
finde ich persönlich. Ja, und es ist auch, wir als Deutschland müssen uns, es ist total bescheuert, ja, die Leute nicht zu fördern und zu nehmen mit der Ausbildung, mit der sie kommen. Dann würde ich noch die drei Fragen aus dem Livestream gerne mit reinnehmen. Und zwar erstens, Arbeit muss gerecht bezahlt werden. Meint ihr, dass eine Erhöhung des Mindestlohns hilft? Und wenn ja, denkt ihr dabei? Das richtet sich, glaube ich, an Jamila. Ja, der Mindestlohn hilft gegen prekäre Beschäftigung und gegen Altersarmut. Und hilft auch insgesamt, um einfach gute Jobs und auch dazu beizutragen, dass die Menschen von ihrem Lohn leben können. Wir haben jetzt im Wahlprogramm drinstehen, dass wir den Mindestlohn auf 12 Euro anheben wollen. Ich könnte es mir persönlich sogar vorstellen, das noch ein bisschen stärker zu machen, einfach um diese prekäre Beschäftigung zurückzudrängen, die einfach wirklich das größte Problem für die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland ist. Deswegen klares Ja dazu und das ist deshalb auch notwendig, weil die Mindestlohnkommission in den letzten Jahren eben nicht so gearbeitet hat, dass die Reallöhne auch wirklich gestiegen sind. Also wenn man es sich mal sozusagen auch mit Inflation und so anschaut, dann hat es eben gerade nicht dazu geführt, dass das ausgereicht hat und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen jetzt auch sozusagen diesen gesetzlichen Schritt und es reicht nicht aus, darauf zu warten, dass es vielleicht dann irgendwie selber passiert, so. Die nächste Frage, warum wird die Elternzeit bei uns immer noch überwiegend von den Müttern genutzt? Warum fehlen bei uns immer noch die Anreize, dass Elternzeit besser aufgeteilt wird? Also aktuell sind es ja 14 Monate Elternzeit, Basiselternzeit und ich kenne viele im Modell 12 Monate die Mutter und die klassischen 2 Monate für den Vater. Aber ich habe auch in meinem persönlichen Umfeld gespiegelt bekommen, dass sich entweder zum Beispiel dieser Maximalgrenze, also von diesen 1.800 Euro, wo ja Elternzeit ja auch mit Elterngeld verbunden ist, manchmal sich es auch einfach nicht leisten können. Also mit der Deckelung von der Elterngeld auf 1.800 Euro. Und warum? Ich glaube auch, dass das Thema, was ich auch schon mal erwähnt habe, Mindset in den Unternehmen noch in vielen älteren, vielleicht auch älteren Herren in den Köpfen, in Führungspositionen, es einfach noch nicht gern gesehen ist, dass auch Väter in Elternzeit gehen. Und ich befürworte auch jeden, auch in meinem beruflichen Umfeld habe ich jetzt auch eine junge Führungskraft, motiviert und bestärkt in seiner Aussage, dass er jetzt 3 Monate in Elternzeit geht und da auch seine Frau unterstützt mit den bereits bestehenden Kindern und finde es auch ein ganz wichtiges Zeichen als Vorbild für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass auch eine Führungskraft auch in Elternzeit gehen kann, wenn man es halt einfach regelt, wer nimmt die Vertretung, wie sind die aktuellen To-Dos zu erledigen, also auch, dass Führungskräfte das Vorbild vorleben zum Thema Elternzeit. Ja. Für mich ist es eine Quotenfrage. Wenn man in einem männlich dominierten Feld ist wie ich, gibt es auch keine Vorbilder, die jemals in Elternzeit gegangen sind. Und dementsprechend gibt es dieses Lebensmodell überhaupt nicht. Allein die Vorstellung, dass man mal für 2 Wochen seinen Schreibtisch verlässt, ist bei vielen Kollegen, ich weiß auch nicht, gerade der Urlaub wird noch so durchgestanden und dann kommt man sofort, Gott sei Dank, wieder in die Arbeit, weil man recht wichtig ist. Und da, glaube ich, ist die Quote das richtige Instrument, um zu sagen, ich setze andere Lebensrealitäten nach vorne, die leben das nach vorne, das ist total normal. Jeder kann auch mal ein halbes Jahr fehlen, das ist auch gar nicht schlimm. Man stellt auch fest, dass sich die Welt trotzdem weitergedreht hat und dann wird sich das ändern, glaube ich, hoffe ich. Also ich hoffe noch auf einen Generationswechsel auch. Also tatsächlich, dass sich halt die neue Kultur, die halt jetzt so nachwächst, die, ich sag mal, 30-plus Führungskräfte auch halt einfach das Thema mehr Leben auch. Und einfach, ich glaube, früher war halt die Rolle, was du schon mal gesagt hast, die Frau ist zu Hause, der Mann macht Karriere und da gab es das Thema Elternzeit wahrscheinlich auch noch gar nicht. Das ist ja, ich habe mir in den Recherchen erst seit 2007 gibt es das Thema Elternzeit auch für Männer. Also ist noch gar nicht so lange her. Mhm.
Und dann unsere Abschlussfrage, warum schaffen wir es in Wirtschaft und Industrie besser, neue Arbeitsmodelle umzusetzen, als beispielsweise in Gesundheit und Sozialwesen, wo die sogenannten, in Anführungszeichen, Frauenberufe liegen? Warum schaffen wir es in Wirtschaft und Industrie besser, neue Arbeitsmodelle umzusetzen, als beispielsweise in Gesundheit und Sozialwesen? Gewerkschaft? Da wird applaudiert, genau. Ja, ich meine, die Organisierung ist halt oft einfach, zumindest in Teilen, besser. Und ich glaube, es ist halt auch einfach so, dass natürlich die monetäre Wertschätzung auch oft sozusagen dazu führt, dass also die nicht vorhanden sind in Pflegeberufen, auch oft dazu führt, dass Leute sich sozusagen auch, habe ich auch selber schon in Gesprächen erlebt, auch gerade mit Leuten, die in so einem Pflegeberuf sind oder sowas, dann ganz oft zu so einem eingeschüchterten Mindset schon führt, so kann ich das überhaupt jetzt noch verlangen und ist es denn nicht zu viel für mich sozusagen? Und weil glaube ich, auch einfach natürlich oft mit den Berufen auch so eine aufopfernde Haltung natürlich für andere einhergeht. Und ich glaube, da sind wir auch wieder beim Thema Mindset. So. Und ich meine, wir haben aber jetzt ja schon erreicht, also auch dank gewerkschaftlicher Organisierung, dass auch Pflegende auch gesagt haben, wir streiken jetzt auch mal und machen das. Und diese Diskussion hat ja jetzt auch schon was bewirkt. Also man muss ja sagen, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren viel, viel mehr über diese Beschäftigungs- oder die schlechten Arbeitsbedingungen im Care-Sektor gesprochen, wie noch nie zuvor. Also, und ich glaube, das hat schon auch was damit zu tun gehabt, dass auch mal ein paar Leute aufgestanden sind und Bücher geschrieben haben und gesagt haben, es reicht jetzt, es geht halt auch nicht mehr. Und in so ein Stoppschild gesetzt haben. Und es muss halt aber auch, also muss man halt mal sehen, es kommt halt oft nicht von selber, sondern eben dadurch, dass man sich solidarisiert und aufsteht und sagt, so ist es. Und ich glaube, deswegen muss auch Politik ganz aktiv unterstützen und darf nicht immer sozusagen das als so, das passiert dann schon von selber, sondern ich glaube, da sind sozusagen einfach breite auch zivilgesellschaftliche und politische Bündnisse notwendig. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, das als Chance zu sehen, nicht nur für die einzelnen Arbeitnehmenden, sondern gerade im Gesundheitsbereich ist es auch eine Riesenchance für die Gepflegten oder die Leute, die Patientinnen und Patienten sind, weil die leiden ja auch darunter, wenn die Leute völlig überhastet und wenig Zeit haben. Keine Zeit und auch keine geistigen Kapazitäten mehr haben, sich mit den Leuten zu beschäftigen, ja. Und da müssen wir auch gesamtgesellschaftlich viel, viel mehr die Chancen sehen. Ich glaube, der erste Schritt ist da jetzt auch gemacht, aber es gilt halt dran zu bleiben, weil, wie gesagt, es passiert halt leider nicht von alleine, insbesondere nicht dann, wenn die Leute schon so viel leisten in ihrem Job, dass sie sozusagen auch wenig Kapazitäten oft noch haben, um diese anderen Dinge noch zu klären. Ja. Ja, vielleicht so eine Art Abschlussfrage, speziell an dich, Jamila, auch. Ich finde, das kam jetzt durch ganz, ganz viele Fragen, aber auch durch die Diskussion raus. Es sind so viele Punkte, die einfach angegangen werden müssen. Du hast auch gerade gesagt, dass ja, neue Kultur, neues Mindset, das fällt nicht vom Himmel, sondern das muss auch aktiv gestaltet werden. Auch dafür ist natürlich die Bundestagswahl am 26. September eine Richtungswahl. Vielleicht von dir nochmal so ein Abschlussstatement. Was sind für dich so die zentralen Punkte, wo du sagst, da darf es kein Weiter so geben, sondern da brauchen wir einen Aufbruch? Also ich glaube, wenn ich jetzt Punkte auszählen müsste, wo es kein Weiter so geben darf, dann werden wahrscheinlich morgen noch hier sitzen. Nee, aber ich glaube, was halt total wichtig ist, ist, dass wir mal allgemein von diesem Denken wegkommen, dass man sich zwischen Veränderung und es bleibt irgendwie gemütlich entscheiden könnte. Weil die Veränderungen kommen ja sowieso. Die Frage ist halt, ob wir sie aktiv gestalten und sozusagen gemeinwohlorientierten, klugen Anspruch damit verbinden. Und so das, was sozusagen so wie es sich sowieso verändert, nicht einfach über uns hereinbrechen lassen, sondern es halt aktiv zu unserer Zukunft zu machen. Und ich glaube schon, dass es jetzt Zeit ist für eine Politik, die sich eben vorausschauend Gedanken macht und eben auch sehr stark in den Dialog tritt mit gesellschaftlichen Bewegungen, aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Und immer wieder auch mehr darauf geschaut, was sind eigentlich die Bedürfnisse unserer Gesellschaft. Ja? Und ich meine, auch gerade durch die Corona-Krise ist doch auch nochmal total deutlich geworden,
wie wichtig ein starkes Gemeinwesen ist, wie wichtig es ist, dass Leute stabile Arbeitsverhältnisse haben und auch einen gewissen Kündigungsschutz zum Beispiel und dieses Hire-and-Fire-Modell eben hier sozusagen auch dank der gewerkschaftlichen Organisation eben nicht der Standard ist, aber wir eben auch noch viel mehr tun können, um tatsächlich diesen Niedriglohnsektor, der tatsächlich schon auch in Deutschland ein Problem ist, ja auch wieder zurückzunehmen und auch in Zeiten, wo sich viel verändert, ein soziales Sicherheitsgefühl stärken können, dass man nicht sofort irgendwie seine Existenzgrundlage verliert, weil sich die Welt weiter dreht. Und ich glaube, deshalb ist es wahnsinnig wichtig, nach der Bundestagswahl und auch natürlich jetzt während des Wahlkampfes für eine soziale Politik zu kämpfen und auch ganz, ganz deutlich zu machen, dass ökologische und soziale Politik eben kein Widerspruch ist, sondern dass alle, die behaupten, es sei ein Widerspruch und man müsste sich zwischen dem einen und dem anderen entscheiden, sich eigentlich schon entschieden haben, aber halt gegen beides. Und deswegen finde ich es auch total cool, dass wir hier heute nochmal einmal aus der Praxis und auch aus der gewerkschaftlichen Perspektive so einen Diskurs führen konnten, was wir eigentlich auch brauchen, um sich halt diesen neuen Entwicklungen so zu widmen, dass wir das Beste draus machen als Gesellschaft. Also deswegen geht wählen oder gehen Sie wählen und am besten für eine vorausschauende und soziale Politik. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank für die tolle Moderation an dich, Julia, und natürlich an euch beide, Julia und Katharina, dass ihr mit dabei wart und so viele Ideen auch mit eingebracht habt aus eurer Arbeit. Das heißt, beide stimmen grün am 26. September. Auch von meiner Seite vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Teilnahme am Livestream und die vielen guten Fragen. Und vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen ins Gespräch kommen und ansonsten guten Nachhauseweg. Dankeschön.